Leute. Jetzt kommt's. Aufhänger, Starter Gaming. Und heute spielen wir mal wieder eine Runde Roblox. Beziehungsweise heute bauen wir unseren eigenen Restaurant. Ich wollte schon immer ein Restaurant haben. Ihr seht auch, dass ich hier anscheinend schon mal dieses Spiel gespielt habe. Sehr, sehr früher. Also tatsächlich, glaube ich, seit weiß ich gar nicht. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Leute. Achso, genau, wo ich noch diese anderen Screens habe. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Müssen wir hier mal kurz. Okay, funktioniert alles. Perfekt. Okay, dann suchen wir uns hier mal einen schönen Design. Okay. Das sieht. Naja, mein Restaurant. Okay. Das sieht auf jeden Fall schon nicer aus. Boah. Leute, sollen wir uns dieses holen? Oder das? Also das sieht auch modern aus. Das oder das? Ich würde eher sagen, das hier. Aber es ist halt ziemlich klein, ne? Wir nehmen das. Amerikanisches Essen. Na, natürlich Deutschland. Deutsches Essen, ja. Deutschland ist bekannt dafür, ein Land voller Poeten und Denker zu sein. Hält euch mehrere bekannte Gerichte mit sich. Wie zum Beispiel leckere Würstchen, Brezel und Bratwurst. Ja. Aber ich will deutsches Essen. So. Okay. Tag 1. Ja. Hallo. So, da muss ich. Nee. Hä? Gerade dumm. Restaurant. Teleport. So. Hier ist doch noch gar nichts. Ich check gerade nicht, was ich hier machen soll, Leute. Automatisches Navigieren, ja. Hä, ich hätte mir doch gerade eins geholt, warum? Leute, wir sehen uns mal gleich, wenn ich das irgendwie geschafft habe. Hey Leute, da bin ich wieder. Ich muss jetzt leider hier irgendwie meinen alten Speicherstand nehmen, weil es sonst nicht anders funktioniert hätte. Aber ist nicht so schlimm, denn Sachen kann ich ja hier trotzdem machen. Wenn es nur nicht rumlegen würde. So. Dann machen wir hier mal diese komische Suppe. Dafür sind wir nämlich da. Sind wir ein bisschen leiser. So. Okay. Ich weiß gar nicht, was wir gerade hier machen. Tatsächlich. Aber wir haben auch gutes Geld, muss ich sagen. Koch, Arbeiter, genau. Wir haben hier irgendwie komplette Dinge umgeändert, oder? Ich habe absolut null Ahnung mehr, wie das geht hier. Glücklichkeit, Boosten. Put on Grey. Achso, hier kann man die Stimmung sehen. Oh, er ist nicht. Er ist nicht. Er ist so glücklich. Kann ich den gleich in Dings packen. So. Ich glaube, ich packe den Einkoch gleich mal in die Pause, würde ich sagen. Weil er sieht nicht mehr so glücklich aus. Deswegen. Aber es ist halt jetzt schade, Leute, dass ich irgendwie nicht mehr von vorne anfangen kann. Und hier an diesem Speicherplatz tatsächlich weiterspielen kann, muss. Aber es ist eigentlich auch nicht so schlimm, weil eben in den früheren Videos habt ihr ja schon gesehen, was hier alles passiert. Von daher ist es nicht so schlimm. Was ist das, Brokkoli? Da ist überall Geld. Sammle ich jetzt mal ein. So. Geld kommt zu mir. $1 ab. Okay, perfekt. Ich weiß gar nicht, was ich hier machen wollte.
Im Prinzip kann ich jetzt hier gar nichts machen. Aber ich würde sagen, dass ich den Arbeiter hier mal in Pause bin. Damit er hier die Stimmung ein bisschen besser wird. In der Zeit koche nur ich. Der Arbeiter hier. Ja, der hat eigentlich noch ganz gute Stimmung. Die Manager, achso, das sind die. Ja. Ich glaube, ich mache dann irgendwann auch so einen extra Raum, wo dann die Küche ist, weil die Küche ist ja aktuell hier in diesem Dings drin. So ist ein Restaurant ja eigentlich gar nicht mehr. Also die Küche ist ja in anderen Räumen. Aber ich habe echt Bock, dieses Spiel hier auf jeden Fall mit euch so ein bisschen durchzuspielen. Wenn ihr ja gerne mal sagen, ob ihr auch Bock habt, dass ich das spiele. Mir macht es auf jeden Fall sehr viel Spaß, dieses Spiel. Von daher. Ist es ganz geil. So, können wir jetzt gucken, ob der Koch wieder gut ist. Ah, ne, er muss noch. Wir lassen noch da drin. Machen wir irgendwie Würstchen wieder. Also wir haben halt die immer dieselben Dinger. Also hier können wir auch Restaurant gucken. Dann erweitere Grundstück. Herr Dings. Hier wird dann mit der Karte Standardwerbung. Oh, man kann sogar Werbung schalten. Oh. Ups. Das ist angebrannt. Okay, aber man kann ja auch ganz geile Dinge machen. Also das hier ist jetzt so das Restaurant. Weiteres Grundstück und hier kann man noch die Einstellungen machen. Das ist die Speisekarte. Kindermenü, Drinkmenü. Okay, nice, nice, nice. Gucken wir mal kurz, ob der Koch die Türen links. Oh, der Kellner ist ganz gut eigentlich hier. So, so. So. Ich bin hier nämlich. Warum sind das hier eigentlich orangene Stühle? Check ich nicht. Nimm mal bauen. Abreißen. Alle Wände. Ganz alles. Morgen alle Stühle. Nee. Ah ja, hier kann man das dann so bedingsen. Was ich mich gerade frage ist, kann ich hier außen irgendwas machen oder muss ich das erweitern? Nee, ich muss es tatsächlich erweitern. Junge, was ist das denn da, Alter? Jo. Ach du heilige Junge. Ja, das ist ja alles komplett pink gemacht. Aber auch nice. Naja, wir gehen erstmal wieder zurück. Oh, drei Cash-Dingen hier. Ich würde sagen, Leute, wir sparen tatsächlich hier auf ein erweitertes Grundstück, ein größeres Grundstück mit mehreren Platz zum Dekorieren. So. Dann machen wir hier einmal das noch. So. Perfekt. Wir haben jetzt ganz viel zu tun, sehe ich gerade. Wir wollen gerade ganz viele essen. Also das hier würde ich tatsächlich sogar hier immer draußen lassen, so. Aber ich. Oder halt in einem extra Raum. Dann weiß ich nicht. Muss ich mal gucken. So. Ah, es wird sogar schon dunkel. Zack. Ich muss in den Backhaufen.
So. Jetzt sind wir gleich fertig mit dem ganzen hier. So. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie lange gehen die Tage immer. Nee, nicht wenigstens. So. Okay. Also auf jeden Fall will ich noch einen Raum machen mit der Küche, damit ich da reinkomme. Ich frage mich gerade echt, wie lange immer der Restaurant auf ist, weil irgendwann, Leute, ist nämlich der Tag dann zu Ende. Aber keine Ahnung. So. Oh, der kann sogar echt alles hier. Mal Brokkoli hier. Ah, hier, Tage 6 abgeschlossen. Wirkung 1. Dragon Great, Level 7 Fischenstab. 25 Fisch. Richtig. Freischalten. Sein Essen ist am Brennen. Ja, kann daran liegen, dass ich hier gerade was rausnehmen muss. Wasser, ja. Continue. Continue. Bauen. Inventar. Kühlschrank. Aha. Ich kann jetzt praktisch ein. Nee, ich will nicht zwei oder zwei. Abbrechen. Verkaufen. Bewegen. Ja. Dahin. Zurück. Und jetzt hier wird. Keine Kunden haben Getränke bestellt. Ah, dann kann man da praktisch. VIP-Customer? Was? Ja, noch nie gesehen hier. Ah, da holt er sich dann immer jetzt was trinken. Es gibt anscheinend hier gerade irgendwie so ein VIP-Ding. Habe ich noch nie gesehen hier in diesem Spiel. Das ist ja nice. Kann man das hier im Laden kaufen oder? Nee. Hm. Yo! What? VIP-Customer 4,7 Food 1,7 VIP-Customer Rate Your Restaurant 2,2 Stats and Drop 101 Cash Endless Anspruchen Boden. Oh, nice. Also, dieser VIP-Dings ist praktisch so einer, der dann hier alles kontrolliert, sag ich mal. Wie ist unser Dings? 1,2 Stellen. Ah. Weiß ich ja jetzt nicht, ne? Okay, ich würde sagen, Leute, aber das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, scannen, liken, Abo und Kommentare. Schaut außerdem auf meinen Discord-Server, why, der ist in der Beschreibung verlinkt. Habt noch einen Traumauftrag. Haut rein, euer Sander. Ciao, ciao.